Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Retro Rampage. Und wir werden heute ein Spiel aus dem Hause Elite spielen und wie ihr sehen könnt, es heißt Battleships. Battleships selber ist ein Game, das ihr sicherlich kennt, nämlich es handelt sich hierbei um, sage und schreibe, Schiffe versenken. Und genau das werden wir jetzt tun, wir werden jetzt hier nämlich mal unsere Schiffe platzieren. Was halt eben anders ist, wir können einige Schiffe auch diagonal platzieren. Und was wir machen werden, ist halt eben auch, es wird nicht Schuss um Schuss gefeuert, sondern das Ganze passiert im Salvenfeuer. So, der Computer fängt an, 24 Schuss werden jetzt entsprechend platziert. Okay. Er hat 24 Schuss abgegeben, aber hat nicht einmal getroffen. Guck wieder. So, jetzt sind wir dran. Ich werde mich hier erstmal nur auf die linke Hälfte beschränken. Hier mal ein bisschen die Räume eng machen sozusagen. Und mal gucken, was wir so treffen. So, was halt eben auch sein wird. Wir werden... Ah, sehr gut. Jedes gegnerische Schiff, das wir in irgendeiner Art und Weise versenken... Sehr schön. Das wir in irgendeiner Art und Weise versenken, bedeutet natürlich, oder nicht natürlich, aber es bedeutet, dass wir dann hier entsprechend weniger Schüsse zur Verfügung haben, oder der Gegner weniger Schüsse zur Verfügung haben wird. Wenn wir seine versenken, wenn wir Schiffe verlieren, wie da zum Beispiel gerade, dann werden wir... Alter! Drei Stück hier. Unglaublich. Gut, jetzt ist die Frage, welcher ist welcher? Ist egal, wir machen Folgendes. Wir rahmen den einmal komplett ein. Dann werden zwar auch Schüsse daneben gehen, aber wir werden auf jeden Fall beide Schiffe erwischen. Jetzt wollen wir hier nochmal ein bisschen die Räume nochmal überprüfen. Sehr gut. So, damit haben wir schon mal die zwei da zerlegt. Wunderbar. Die funken schon SOS. So, er geht jetzt natürlich auf Nummer sicher und fängt halt eben logischerweise dann auch das entsprechende Pattern dann natürlich ab, indem er guckt, wie kriege ich dann halt eben auch dieses Schiff auf jeden Fall versenkt. So. Okay. Jetzt fangen wir mal hier im nordöstlichen Quadranten mal ein bisschen an hier. So. Gucken, ob wir da einen erwischen. Ah, sehr gut. Okay, das kann ja jetzt so ziemlich alles sein. So, ihr seht's, ne? Er hat nur noch 16 Schuss jetzt. Okay, das Schiff sind wir auch los. Wir haben natürlich jetzt halt eben auch entsprechend weniger, aber die Kiste hält sich noch. Drei Stück haben wir schon verloren. Nee, zwei. Zwei haben wir verloren. So, hier haben wir ihn. Das ist der da. So, der kann so aussehen. Ups. Er kann natürlich auch so aussehen. Ich glaube, wenn wir den jetzt hier noch so... Dann haben wir ihn auf jeden Fall. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Wir sind vorne weg. Das ist schon mal gar nicht so unwichtig. So. Weiter. Gut, aus den Schüssen, die daneben gingen, konnte er jetzt natürlich herleiten. Okay. So steht das Schiff.
ging ja nicht anders mehr. So, dann machen wir hier mal. Mal gucken, ob wir da was finden. Keine Treffer. Blöd. So, er macht jetzt genau dasselbe, ne? Man macht die Räume eng. Ah, verdammt, jetzt hat er mein U-Boot gefunden. Und den Flugzeugträger auch noch. Ja, nee, ist richtig. Ach, Mann, ey. Oh, mal schauen hier. Komm schon. Jawoll. Immerhin. Da. Okay. Das Ding hat 3 Längs. Das heißt, ja, okay. Dann gucken wir mal. Ach, das schauen wir uns gleich an. Okay. So. Das kann der sein oder so. Es kann so sein. Und jetzt steht er wahrscheinlich genauso wie den einen letzten Schuss, den ich nicht abdecken konnte. Nein, hat doch noch gereicht. Gut so. Verdammt. Eieiei. Ah, sehr gut. Der ist ja natürlich auch einfach immer mit am schwersten aufzuspüren. Gut. Ja. Da, da. Ups, nein. Nein! Oh, verdammt! Ich Depp. Scheiße! Verdammt! Wenn ich jetzt wenigstens noch wüsste, wo... Woanders kann es, glaube ich, nicht sein. Das muss so und so stehen. Was? Oh, ich habe den Diagonalen vergessen, ich Dussel. Und ich habe noch 2 Auswahl. Oh nein. Ist so enger, ist so der Menge. So, so. Oder so. So, den sind wir los. So, jetzt heißt es Katz und Maus. Ich habe einen Vorteil. Mein Vorteil lautet, mein Schiff ist kleiner, er wird es schwieriger zu finden haben. Mein Nachteil ist, selbst wenn ich seinen Kahn finde, ich kann ihn nicht in einem Zug zerstören. Das klappt nicht. Ach, verdammt, hat er ihn. Ja, toll, was für ein Hohn. Ach ja, da durfte ich dann nochmal feuern, ne? Ja, ich weiß, dass meine Flotte versenkt wurde. Ah ja, okay, am Rand stand er. Ja, na gut. Das ist nun mal Schicksal. Tja, Leute, kurz und knackig, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Das war Battleships auf dem Amiga 500. Genau. Ach ja, Victory Sail Pass. Ja, warum sind auf einmal alle Schiffe wieder da? Das hat mir keiner erklären können. Fakt ist auf jeden Fall, nettes kleines Spielchen. Konnte man zu zweit spielen, dann halt eben abwechselnd. Man konnte es natürlich auch, wenn man ganz verrückt war, im Einzelschussmodus machen. Das war total bescheuert. Da brauchte man Jahrhunderte für eine Runde, aber
halt eben, wie gesagt, mit diesem Salvenfeuer und der großen Karte und allem Zip und Zap war das wirklich richtig lecker. Das gab's auch auf dem C64 witzigerweise und zwar in einer gar nicht mal so schlechten Umsetzung. Das war wirklich gut. Also da hat Elite sich echt Mühe gegeben, das kann man nicht anders sagen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war so ein kleiner Schmankerl, schnell und knackig. Und ihr werdet sehen, was ich da für euch auf der Liste habe. In diesem Sinne, bis denn, macht's gut. Ich bin raus. Ciao.